Ein revaisches Hallo, meine Freunde, und willkommen zu House Flipper. Das Intro ist ein bisschen im Nachhinein aufgenommen, weil ich mir die Aufnahme angeguckt habe und gemerkt habe, ich bin doch ein bisschen chaotisch und ein bisschen arg schnell. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. In den nächsten Folgen möchte ich dann auch noch ein bisschen gucken, dass ich mehr einen Schnitt reinbringe, da sich einige Sachen eben wiederholen und die dann auf Dauer vielleicht nicht so interessant sind. In der ersten Folge jetzt hier habe ich jetzt nur den Ladescreen rausgeschnitten. Aber wie gesagt, in der nächsten Folge möchte ich dann gucken, dass das dann ein bisschen anders da abläuft. Und jetzt, ja, viel Spaß mit der Folge. Ich habe mir das Spiel vor ein paar Tagen schon gekauft und habe es nicht gespielt bis heute, bis zu dem Aufnahmetag. Da habe ich mir gedacht, ach komm, könntest ja mal gucken, wie das Spiel so ist. Und 7,5 Stunden später habe ich mich dann jetzt dazu entschieden, ich nehme das Spiel jetzt einfach mal auf. Habe meinen ganzen Fortschritt über den Haufen geschmissen und fange jetzt bei Null wieder an. Aber irgendwie wird das Spiel nicht unbedingt langweilig. Also das hier ist unsere schöne Bude, unsere Bruchbude, aber die sieht nachher ganz anders aus, wenn wir fertig sind. Also erstmal ein bisschen aufräumen. Okay, das geht nicht. Achso, einen Wischmopp haben wir ja noch gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall einen Auftrag annehmen. Und das tun wir am Laptop. Da haben wir nämlich schon was. Der Ex hat die Heizung mitgenommen. Also gucken wir mal, ob wir der Frau helfen können. Der Frau? Ich glaube, das war eine Frau. Auf jeden Fall sieht es aus wie Sau. Überall Dosen. Aber wir können die Sachen natürlich dann irgendwann noch skillen. Das heißt also, wir nehmen ja die Sachen hier jetzt einzeln auf. Wir können dann skillen, dass wir eben mehrere Sachen auf einmal wegräumen. Wir können unsere Geräte ein bisschen aufbessern. Ja, zum Beispiel diesen Mob hier, der sieht nachher komplett anders aus. Das werde ich auch wahrscheinlich wieder so skillen, wie ich es schon mal gemacht habe, weil das ist irgendwie, bringt es das voll. So. Können wir schon irgendwie den Mob? Ne, warte mal, wo ist denn der Mob? Doch, da, hier. Zack, verbessert. Jetzt haben wir nämlich schon den hier. Und nachher kriegen wir noch einen ultra krassen Mob. Also, das ist ja jetzt kein Mob. Das ist ein Schrubber. Hier war noch dreckig. Sieht gut aus, oder? Und hier geht's hinten raus. Okay. Was sind das? Sind die Katzen umgefallen auf die Geheimnisse? Stellen wir mal die Sachen wieder hin, damit es ja, ein bisschen schöner aussieht. Wir können die Sachen nämlich anders drehen. Also ich habe es immer am Anfang so mit dem Mausrad so ganz normal gedreht, aber man kann es halt eben per Shift und Mausrad kann man das gleich richtig so hindrehen. Im 90 Grad Winkel drehen. Ist das 90 Grad Winkel? Kriegen wir die Sachen halt so ein bisschen hier gerade hin. Bisschen. So, wir müssen in den Shop. Wir brauchen eine
Heizung. Und dürfen die auch montieren. Auch das können wir nachher ein bisschen hochskillen. Was wiederum heißt, wir montieren schneller. Dadurch wird es auch ein bisschen ruckeliger. Sind wir fertig schon? Ja, das Schränkchen können wir noch abendlich hinstellen. Na, so. Sieht nicht ganz so blöd aus. Ja, erster Auftrag sind wir fertig. 100%, 655 Euro kriegen wir dafür. Und das Ganze in 5 Minuten. Nicht mal. Ich hab vorhin schon mit Leuten im Discord geredet, hab gemeint, wenn das immer so schnell gehen würde, ich würde nichts anderes mehr machen. Und für das Geld, was man dann kriegt. So, jetzt können wir nämlich hier, können wir nämlich jetzt hier unsere Bude auch ein bisschen sauber machen. Das Drecksding. Wir laufen einfach komplett durch und gucken mal. Irgendwo ist noch was. Achso, da. Also ich war hier noch nicht auf der Toilette. Ich war es nicht. Na? Ja. Komischen Fleck da oben noch weg. Und, nee, verkaufen können wir ja gar nicht. Scheiße. Machen wir noch den Schreibtisch ein bisschen sauber. Und benutzen unseren Laptop und gucken mal, wo wir hingehen. Wir gehen die Garage aufräumen. Entrümpelt. Kartons weg. Müllreifen weg. Fenster putzen. Okay. Also Fenster putzen, Müll weg, Reifen weg, Kartons weg. Das Werkzeug natürlich auch rausschmeißen. Sehr gemeint, ihr Mann mag das. Also die Reifen sehen auf jeden Fall nicht mehr gut aus. Ach nee. So, da können die Fahrräder liegen bleiben, braucht man nicht hochnehmen. Ja, gut. Also das Spiel wird auf jeden Fall noch ein bisschen interessanter. Die Aufträge werden natürlich dann auch ein bisschen größer. Also im Sinne von, man muss mehrere Räume machen, man muss Sachen einkaufen und später können wir uns dann noch ein Haus kaufen und eben die Sachen dann auch wieder auf Vordermann bringen. So, sind wir fertig. Sind wir fertig? Wir sind schon wieder durch. So, haben wir noch was Neues? Nee. Aber wir können wir, nee, die können wir auch noch nicht weg.
So, das heißt wiederum, wir müssen. Wir müssen. Einfach noch ein bisschen mehr Kunst geben. Um Winter zu malen. Nach restlichen Wände werden wunderbar grau aussehen. Steckdose. Ja, gut, dann geht's schon wieder weiter. Diese Frau möchte Steckdosen montiert haben oder repariert haben. Und wir sollen. Oh. Wir sollen ihr Wohnzimmer streichen. Also die Steckdosen sehen schon mal nicht mehr gut aus. Das ist irgendwie alles andere als schön. Jetzt sieht es wieder schön aus. Ja. Da hinten ist auch noch irgendwo. Nee, oder? Wo ist die Steckdose? Kriege ich den jetzt da wieder hinten rein? Oh. Ja, passt. Ist die direkt hier hinter? Wer macht denn sowas? Wer stellt denn da so ein Küchending vor? Für was soll ich denn der die Steckdose reparieren, wenn die da eh die Küche davor hat? Die Küchenzeile. Da kommt die ja nie wieder hin. Also ich merke schon auf jeden Fall, die Aufträge variieren immer so ein bisschen. Also es bleibt zwar eigentlich dasselbe, aber wo die Sachen montiert werden und so, das ist dann doch ein bisschen anders. Weil, ja, vor 7 Stunden, wo ich den Auftrag gemacht habe, war das woanders. So. Gut, jetzt müssen wir noch streichen. Und wir können verbessern. Schnellere Montage. Und haben wir noch irgendwo? Oh, da. Wir verbessern nochmal den Mob. Und machen hier bessere Bezahlung. So, jetzt haben wir nämlich hier schon den Wischmob. Oh ja, wir müssen streichen. Farben. Irgendwas mit Abenteuer? Nee, doch Abenteuer, hä? So, eins. Und wir brauchen Grau. Grau. Und zwei. Wir sind im Wohnzimmer, oder? Also ich denke halt so an sich, die Wand und die Wand im Abenteuer. Und der Rest dann halt im schlichten Grau. Glaube ich, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Und ja, als Maler steht man immer auf seinem Eimer.
Ich hoffe nur, dass die Farbe jetzt reicht, nicht, dass ich da nochmal einen Eimer kaufen muss. Na? So, die Dinger hier noch. Oh, die Farbe wird knapp, die Farbe wird knapp. Bitte, bitte reich. So, und jetzt können wir einfach auf die Farbe können wir dann einfach das andere aufziehen. Also die andere Farbe. Ohne dass die andere Farbe übrig bleibt. Können wir eigentlich schon was skillen? Ja, wir können was skillen und zwar verbessern wir gleich in die Wände hier. Weil dann können wir nämlich immer so hin und her fahren. Und können so ein wenig schneller streichen. Jetzt müsste man nur noch weniger Farbe verbrauchen, dann wäre das Ganze optimal. Keine Farbe mehr. Wir verbrauchen echt viel Farbe. Viel, viel Farbe. Beim letzten Mal nicht so viel verbraucht. Warum brauche ich denn gerade so viel? So, Skillpunkt. So, jetzt brauche ich jetzt genau, weil jetzt kann ich nämlich nur noch hier drüber streichen, wo nicht noch keine Farbe drauf ist und muss noch mal einen Eimer kaufen. Scheiße. Aber es muss eh sie bezahlen. Und wir tragen es am besten nicht mit dem Wischmopp auf.
So, Endspurt. Jetzt haben wir es gleich. So, und letztes Ding. Und wir haben es geschafft. Und ja, ich würde sagen, das geht eigentlich, oder? Oder hättet ihr eher die Farben die Farben, die Wand hier in der Farbe und dafür hier das Grau? Aber ich finde, das sieht eigentlich gut aus. Na? Kann man doch so lassen. So, wir müssen auf jeden Fall noch den. Ich will das gern. Ne? Ja gut, dann schmeißen wir halt nur das eine weg. Und wir beenden den Auftrag. Kriegen 1029 Euro dafür. Das ist für zwei Steckdosen und ein bisschen Streichen, ja, gar nicht so schlecht. Gut, wieder zurück. Und wir könnten jetzt hier auch schon streichen. Aber was sagt unser Computer? Der sagt zwei Sachen noch. Nö. Gut, Freunde, dann war es das mit der ersten chaotischen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, gerne auch einen Kommentar und dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.